So, willkommen zurück. Ich muss kurz den Timer wieder auf Null machen. Bei Gothic. Und da wollten wir jetzt gucken, hier, was sich hier befindet, ob sich hier was drin befindet, ob wir dieses grüne Ding wegnehmen können. Das müssen wir jetzt schauen. Ich habe mir gerade eine kleine Erfrischung gegönnt, deswegen schmatze ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als sonst. Machen wir mal hier gerade die Aktien. Nee, warte, ich mache ganz kurz zuerst. Ganz lustiges Getränk heben. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe vergessen, was. Ich habe Angst, dass dass man jetzt hier irgendwie schnell handeln muss, weißt du? Super, passiert nichts. Da geht nur die Tür auf. Okay. Dann halt so. Hier war nichts mehr drin, ne? Gut. Ich kapiere aber nicht so ganz, wofür da oben zwei Schussdinger waren. Deswegen speichere ich nochmal ganz kurz. Und eigentlich, glaube ich, können wir auch schon längst wieder auf Nummer 2 speichern. Ja, passiert gar nichts. Können wir auch schon längst wieder auf Nummer 2 speichern, weil ich vermute mal, das soll alles genauso sein, dass wir hier jetzt reingehen und die Leute erledigen. Ich habe das echt nicht mehr so im Kopf, in welcher Reihenfolge das sein sollte und so. Aber ich denke, so war es vorhergesehen. Hatten wir gespeichert? Ja. Diese Frage kann man eigentlich immer mit Ja beantworten. Mit Ja. Mit Ja. Okay, und es sieht so aus, als müssten wir noch einmal auch für den Rückweg da hinten uns etwas aufschießen. Hallo? Ich will das Ding da oben treffen. Ding, ich will dich treffen. Wir haben jetzt ein kleines Problem, weil ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr da hoch. Ich komme jetzt nicht mehr da hoch, ja, richtig. Aber wir mussten da. Wir mussten da noch was anderes gemacht haben, vermute ich mal. Und alle Leute haben das auch gemacht, außer wir, weil wir doof sind. So doof. Ba-da-ba-ba-ba. So doof. Wiki. Ach nee, man muss doch immer, um da rauszukommen, das Schwert irgendwo reinstecken, oder nicht? Aber wo ist denn hiervon das Schwert? Also wo kann man das Schwert da reinstecken? Da oben nicht, glaube ich. Und da unten war, glaube ich, auch nichts zum Schwert versenken. Nee, 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 sieht nicht so aus. Blöde Kacke, Mist. Ja, ich drücke mich immer in gewählter Sprache aus. Mein Dialektus ist stark erhoben. Das ist jetzt voll uncool, dass wir jetzt hier irgendwie festsitzen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so sein soll, ne? Hier auf die Dinger kann man auch nicht schießen, ne? Nö. Das ist ja jetzt blöd. Oder wir sind einfach blöd und das hat die ganze Zeit funktioniert, aber ich bin zu blöd gewesen, auf den Knopf zu drücken. Das kann natürlich immer der Fall sein. Deswegen sollte ich jetzt vorher speichern, bevor ich diesen einen Meter hier rausgehe. So, jetzt haben wir drei Schwerter. Ich weiß nicht, wie viele wir insgesamt brauchen, aber ich vermute mal, wir sind jetzt schon gut dabei. Ich
Ich weiß nicht, was war hier jetzt? Hier war... Ach, da unten ging es ja noch weiter. Aber da waren diese drei Dämonen und wir wussten nicht, was da jetzt sonst noch so passiert. Genau, das war da unten. Da müssen wir jetzt mal gucken gehen. Weil ich weiß jetzt nicht, was wir sonst noch machen können. Sonst waren wir nämlich jetzt überall. Unten in den Gängen. Da ging es ja einmal zu einem Kumpel. Dann waren wir bei dem oben. Und... Vielleicht kommt hier dann auch noch einer. Wenn wir die richtige Reihenfolge drücken. Aber ich weiß, die Farbreihenfolge weiß ich nicht mehr von dem anderen. Und hier steht nirgendwo eine Farbreihenfolge. Weischt. Voll blöd, ey. Und hier kann man, glaube ich, auch nicht hochklettern. Wäre zumindest sehr komisch, wenn man jetzt hier hochklettern müsste, um irgendwie die Lösung zu bekommen. Was ich noch verstehen könnte, wäre, wenn man hier durchgucken muss. Das hört sich an, wenn er sich dreht, macht er die ganze Zeit Schrittgeräusche. Aber es hört sich an, als würde so eine Armee von Leuten hinter uns herlaufen. Ne, ich sehe aber auch nichts dadurch. Hier drin war ja auch nichts Besonderes. Damit haben wir ja nur das hier aufgemacht, wo aber dann ja auch nur die Dämonen gekommen waren. Aber vermutlich, weil wir in der falschen Reihenfolge gemacht haben oder irgendwas. Oder man musste die Dämonen erledigen und jetzt kann man sich seinen Kumpel hierher zaubern. Mal gucken. Da kommt ein Dämon. Komm, macht Erfahrungspunkte. Alles bringt Erfahrungspunkte, ist doch super. Speichern. Und dann holen wir uns noch einen. Komm. Hallo? Ich will noch einen. Ah. So. Ja, heul nicht rum hier. So, zack. Du bist doch hier nur mein Objekt, was ich benutze, um an lustige Erfahrungskugeln zu kommen. Schade, dass man die nicht looten kann. Die hätten bestimmt coole Sachen dabei. Dämonflügel, Dämon-Zahnspangen, Dämon-Sachen, Dämon-alles. Dämon-Unterwäsche. Matt Damon hätten die auch dabei. Was haben wir denn an Erfahrungspunkten? 18.000... Nee, 184.815. Und bei 189.000 gibt es die nächste Stufe. Und wir haben verfickte 50 Lernpunkte. Das heißt, wenn wir nach Hause kommen noch einmal irgendwann, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Einhänder machen und noch ein bisschen Magie könnten wir auch machen. Und Akrobatik könnten wir lernen, aber ich weiß gerade nicht mehr wo. Und ich kratze mich gerade ganz cool an meinem Kinn. Und hatten wir gespeichert? Nee. Doch, hatten wir, aber egal. Aber egal, egal. Gronkh in Minecraft, mach das doch mal. Ich will noch einen. Hallo. Ich will noch einen. Wobei das natürlich jetzt auch keine Dauerlösung ist, sich die ganze Zeit hier Dämonen zu schnappen. Gut. Ist zwar lustig, weil wir es halt können. Aber
ist jetzt auch nicht so das Wahre. Nehmen wir mal den hier. Da kommt auch einer. Das sind aber alles Niederdämonen. Das muss ich mal vor Augen halten. Das sind nicht die wahren Dämonen der Unterwelt. Sondern nur niedere. So. Ach Mann, oh. Was ich gerade überlege, wir hatten ja bei dem letzten jetzt gerade, hatten wir gar nicht die Möglichkeit, das Schwert in den Boden zu stecken, ne? Und da weiß ich jetzt aber auch gerade, habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, ob wir da überhaupt ein Schwert bekommen haben. Das wollte ich jetzt mal gerade nachschlagen. Zeigen hier Lichtbringer mit. Ja, Lichtbringer war das, glaube ich. Oder den zweiten. Auf jeden Fall haben wir 3 Stück. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, es kommt hier kein 4. mehr dazu. Das hier ist einfach nur eine Dämonen-Spawn-Stelle. Aber so an sich weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Mr. Leiter. Mr. Leiter, Leiter. Mann, woher soll ich denn jetzt hier diese scheiß Farbkombi wissen? Vor allem macht das beim Roten ja auch irgendwie nur jedes zweite Mal. Das heißt, glaube ich, das müsste ja theoretisch heißen, wir müssten mit Rot anfangen, weil der ja dann, wenn man das erste Mal Rot macht, keinen Dämon hinsetzt. Das heißt, das ist dann richtig. Und dann müsste einer von den beiden anderen Schaltern, ne? Dann und so weiter. Dann probieren wir das gerade mal aus. Einmal den. Das war jetzt ein bisschen absurde Theorie. So, da kommt nämlich jetzt kein Dämon. Wenn wir jetzt den hier machen und dann kommt auch kein Dämon, dann ist das der nächste richtige. Ja. Ja. Hört sich gut an. Und dann jetzt nochmal den hier. Und wenn jetzt einer kommt, dann müssen wir erst nochmal den roten machen. Also nochmal von vorne. Aha. Epische Kamerafahrt. Ein Loch im Boden. Und die Kamera geht unter den Boden. Und die Tür ist auf. Schnauf, schnauf. Padadauf. Ratzupaltuff. So, speichern wir noch einmal. Och man, jetzt sind wir wieder so ein bisschen auf der Erfolgsschiene. Also wir kommen vorwärts, was ich nicht erwartet hätte. Und jetzt ist die Festplatte aber gleich voll. Die ärgert mich. Mein HDD-Monitor hier aktualisiert leider nicht die ganze Zeit, aber laut der letzten Aktualisierung habe ich noch 121 GB. Als ich angefangen habe, hatte ich noch 400 oder 500 frei auf die Festplatte, wo ich aufnehme. Das sagt natürlich schon einiges. Ich höre hier Ekel. Alter, die können doch nicht einfach spawnen. Ekelhaftes Dreckspack. So. Dann trinke ich mal gerade hier einen Trank. Wo war er? Hier. Mich nervt das immer, wenn diese Viecher diese Angriffsgeräusche machen. Dann denke ich immer, die stehen direkt hinter mir. Auch wenn die leise sind. Ekelhaft, ekelhaft. Tut whatever, ekelhaft, du. Ekelhaft, 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 ekelhaft. Ja, komm.
Okay, wer ist da denn? Okay. Fanatischer Templer. Kann man machen. Jetzt kämpfen die gegeneinander. Okay. Finde ich cool. Macht euch halt gegenseitig fertig. Ja, dann töte mich halt. Okay, das war alles ein bisschen blöd. Ah, diese Geräusche. Ich will trotzdem zuerst da lang gehen. Das finde ich aber cool, dass die Gegner kämpfen. Irgendwie. Sollen die sich jetzt halt gegenseitig erledigen? Nur warum soll ich mich da jetzt einmischen? Können die doch auch unter sich regeln. Ist ja nicht mein Bier. Und Erfahrungspunkte, ganz ehrlich, auf die kann ich scheißen. Wenn ich Erfahrungspunkte brauche, kann ich mir noch ein paar Dämonen machen. Oh, lass uns ein paar Dämonen machen, nur du und ich. Lass dich hier nicht mehr blicken! Ob er sich jetzt dieses Jahr nochmal blicken lässt oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich!